persönliches Vorwort zur Interpretation des Antichristen von Friedrich Nietzsche durch Adrian Luckmann. Ja, hallo. Ich wurde gefragt, ob ich den Antichristen von Friedrich Nietzsche interpretieren könnte. Ja, das kann ich tun. Ich habe es bisher eigentlich absichtlich nicht gemacht, weil ich mir dachte, es ist besser, ich lese ihn nur vor. Es gibt tausend Arten, den Antichristen zu interpretieren und generell Friedrich Nietzsche, und es ist immer ein schwieriges Thema. Aber ich denke inzwischen, warum soll ich mich nicht der Kritik auch stellen und da eine Diskussion wenn sich eine Diskussion darüber entwickelt, wie ich den Antichristen auslege, kann ich eigentlich nur gewinnen, indem ich eventuell Sachen feststelle, die mir vorher noch verborgen geblieben sind oder auch Sachen anders sehe und besser begreife, als ich es alleine könnte. Es bringt ja nichts, wenn man alleine für sich selbst denkt. Es ist immer besser und es bringt einen mehr voran, wenn man seine Gedanken auch mit anderen teilt und dann die Meinungen austauscht. Und von daher dachte ich mir, gut, gehe ich die Herausforderung ruhig an, auch auf die Gefahr hin, dass ich Nietzsche falsch interpretiere. Und ich möchte da wirklich von vornherein sagen, ich bin nicht allwissend und ich werde ihn sicherlich nicht perfekt interpretieren und auch nicht interpretieren können. Und das möchte ich auch gar nicht versuchen. Und ja, ich werde jedes Kapitel einzeln interpretieren. Das hat einfach den Vorteil, dass ich mir dann nachher nicht anhören muss, ich hätte irgendein Kapitel überschlagen oder irgendwas überhaupt nicht mit hineingenommen. Okay, weiterhin möchte ich trotzdem auch noch hier nochmal deutlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das bis zum Ende durchziehe, ob ich die Zeit und die Lusten habe. Gut, das war's. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Interpretation, so weit wie wir kommen.